Les quiero hacer una pregunta. ¿A dónde le gustan las mujeres? Ahí, ahí. ¿Y cómo que le hacen los hombres? Así, así. ¿Y a dónde le gusta? Ahí, ahí. ¿Y cómo es que le hacen? Así, así. ¡Pa'lante! ¡Pa'lante! ¡Pa' arriba! Als wir jung waren, gaben meine Freunde auf diese Frage immer dieselbe Antwort. Die Möse. Meine Antwort dagegen war der Geruch in den Wohnungen alter Leute. Die Frage lautete: Was gefällt dir am besten im Leben? Meine Bestimmung war es, der Sensible zu sein. Meine Bestimmung war es, Schriftsteller zu werden. Meine Bestimmung war es, Jeb Gambardella zu sein. Als ich nach Rom kam, mit 26 Jahren, stürzte ich mich ziemlich schnell, fast ohne es zu merken, in das, was man den Sog der mondänen Welt nennen könnte. Ich wollte jedoch nicht einfach nur mondän sein. Als stellvertretenden Direktor nimmt Sacconi. Antonini geht mir nämlich echt auf den Sack. Ich wollte der König der mondänen Welt sein. Und es ist mir auch gelungen. Ich wollte nicht nur auf die Partys eingeladen werden. Ich wollte die Macht haben, jede Party zu sprengen. Es war schön, dass wir nicht miteinander geschlafen haben. Ich hatte vergessen, was es bedeutet, jemanden zu lieben. Meine Bestimmung war es, immer der Sensible zu sein. Meine Bestimmung war es, Schriftsteller zu werden. Meine Bestimmung war es, Jeb Gambardella zu sein. Alles Gute, Jeb! Alles Gute, Roma! Das ist mein Leben. Unbedeutend. Vor 40 Jahren habe ich einen Roman geschrieben, den man in keiner Buchhandlung mehr findet. Was hältst du für einen Scheiß? Apparatus Humanus war ein absolutes Meisterwerk. Weißt du, dass ich Fotos mache? Von mir selbst. Willst du sie sehen? Ja, klar. Die wichtigste Erkenntnis wenige Tage nach meinem 65. Geburtstag ist die, dass ich keine Zeit mehr mit Dingen verlieren möchte, auf die ich keine Lust habe. Du hast dich verändert. Du bist sehr nachdenklich geworden. Wie schmeckt dir die Minestrone, Geppino? Wieso sagst du Geppino zu mir? So hat mich seit Jahrhunderten keiner mehr genannt. Ich fühle mich alt. Jung bist du nicht. Ich überlege, ob ich wieder etwas schreiben soll. Das sind doch tolle Neuigkeiten, Jeb.